So, hallo, wir machen weiter. Bei VLDC9, ich habe mich wieder ein bisschen abreagiert. Und ich hatte das ganze 10 Sekunden getan. Nein. Ja, das letzte Mal hatten wir an sich ein schönes Level. Vom Aussehen her und so alles top. Aber es war sau unfair. Aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, es war zu lang. Es hatte diesen komischen Zeitbug. Eigentlich sollte die Zeit bei 0 mich nicht umbringen. Sie hat mich umgebracht. Keine Ahnung, was da passiert. Oder war da gerade zufällig, war da gerade vielleicht die Pflanze und es war echt gerade bei der 0? Da war nichts, oder? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe jetzt noch nicht ins Video geguckt, aber ich hoffe, da war nichts anderes. Ansonsten, ja, bin ich ja dumm. Jedenfalls, aber auch ohne den Zeitbug war das Level einfach zu lang. Aus meiner Sicht. Egal. Geht's jetzt weiter? Damit haben wir die Höhle nämlich abgeschlossen. Und nach der Höhle kommt das hier. Geister- und Mondwelt. Würde ich jetzt vermuten. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was es für eine Welt ist. Ich bin gespannt. Ihr seid auch gespannt. Wir sind alle gespannt. Here we go. Jo, Geister- und Mondwelt. Oh, guck mal, da fliegt der Eevee durch dieses Bild. Na dann, Haunted Woods von Gabriel Janni. 85. geworden. Okay, sieht das mal relativ gewöhnlich aus. Also jetzt von den Grafiken her. Nichts groß modifiziertes an Vanilla. Ups. Kann ich dich irgendwo kaputt rutschen? Ich würde dich gerade gerne kaputt rutschen. Oh, komm mal her. Hui! Ach, schön. Und irgendwie muss ich ja... Okay, das sieht komisch aus. Warum? 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 Das ergibt auch überhaupt... Das wirkt jetzt so auf mich so, hey, guckt mal, ich habe einen halben Block eingefügt und er passt aber nicht in die Landschaft. Na gut. Da! Ah, nein, da! Kann ich bitte zu... Really? Oh, okay, es ist eine extra Yoshi-Coin. Ja, Moment! Ah, da war doch noch eine andere Yoshi-Coin unterwegs. Kann ich den Weg zurücklaufen, oder was? Ja, toll. Dann gehen wir jetzt wieder den Weg zurück. Denn der war kürzer. Was für ein Blödsinn. Okay. Vom Level-Design her finde ich es jetzt nicht schlecht. Teilweise bisschen blöd und bisschen unnötig mit diesem halben Block da in der Mitte. Aber, wobei der halbe Block wieder nichts mit dem Level-Design zu tun hat, ne? Ich muss immer unterscheiden zwischen... Ja, aber die haben hier auch keine Unterscheidung, die haben nur Design. Die haben nur Design, ne? Also gut. Ja, Design hat insgesamt... Also am wenigsten... Ach nee, Quatsch. Kann ich gar nicht sagen, weil für Design gibt es 30, für Kreativität gibt es 20, ne? Also immer die Hälfte. 36 von 60 gab es von Nimono. 25 von 60 gab es von Ninja Boy. Ja, ist alles so. Ein bisschen durchwachsen. Okay. War jetzt nicht so spannend. Old Factory von The Insanity. 100. Oh, das ist ja interessant. Da kommt der 85. direkt auf den 84. Das haben wir auch selten, dass die Zahlen aufeinander kommen. Ja, ach so. Okay, was tust du? Nix. Kann ich dich aufheben? Was bist du? Warum bist du hier? Warum existierst du? Wer hat dir das erlaubt? Ich nicht.
Bitte schieß nicht. Danke, dass du nicht schießt. Das sieht auch schön aus. Was ist das? Sind das... Ich weiß, oh, das war... Das kann aber nur Münzen sein. Ja. Nichts Wichtiges. Ah, ich hab's gesehen, aber zu langsam. Bis ich's gecheckt habe. Okay, das sind... Ach, das sind einfach dann Leuchten. Leuchten oder was? Also Lichter. Ja, geil. Gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Das ist für mich schon wieder ein Zeichen, dass ich nach dem Part aufhören sollte mit der Aufnahme. Wenn ich schon so einen Blödsinn wieder hier verzapfe. Sollen das Lichter sein? Also es sind gedrückte P-Switches, das sehe ich auch. Aber sollen es Lichter sein? Wahrscheinlich. Okay. Das ist dann so die Kategorie, hey, du hast es wenigstens versucht. Ich weiß nicht. Sieht nicht schön aus. Ich weiß halt nicht, wie ich hier den Sprung... Boah, so mache ich den Sprung. Okay. Ich hoffe jetzt mal, dass hier, wo ich vorhin gestorben bin, dass hier ein Pilz drin ist. Das wäre toll. Und auch, dass ich... Oh. Okay, dann ist aber... Da drüben ein Pilz irgendwo drin. Dankeschön. Nein. Das sollen Lichter sein. Aber das, die sind auch so ungleichmäßig verteilt. Das passt irgendwie nicht. Hä, jetzt sind sie an der Decke. Was? Okay, Lichter über und halbe Blöcke. Hier sind auch die Lichter, das ist... Oh, es wirkt so random platziert. Es wirkt einfach alles so random. Ich weiß auch nicht. Es ist voll die Mecker-Aufnahme. Ich habe die ganze Zeit was auszusetzen. Ich hoffe, es stört nicht so sehr. Wow! Okay, das war lustig. Damit habe ich nicht gerechnet. Und wenn, nur dass ich nur meckere, heißt nicht, dass ich das Level gar nicht hübsch finde, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich kann nur nicht alles gleichzeitig sagen. Ich finde es durchaus schon hübsch, das Level. Was? Mir fehlen 3 Yoshi-Coins. Wo sind die denn? Was? Moment, das Level hat kein... Ich hatte doch 2 Yoshi... Aber es wird nicht eingesetzt, dass man Yoshi-Coins sammeln kann. Hat er dann Yoshi-Coins gesetzt und es nicht vervollständigt, oder? Oh! Oh, Kussolein! Aber wir haben Punkte vergessen. Das Level von Rocky haben wir natürlich schon mal... haben wir natürlich schon mal gespielt. Ich gehe mal ganz schnell durch, weil das Level war nicht sehr spannend. So. Das Level haben wir natürlich schon mal gespielt von Rocky. An der Stelle Grüße. Aber ich kann mich kaum erinnern. Ich glaube, am Anfang ist man irgendwie ein bisschen gerutscht oder sowas. Ja, das meine ich mit Rutschen. Da gab es so eine rutschige Stelle. Hui. Oh Gott, ich kann mich kaum erinnern. Hier gab es einen Pilz. Und ich weiß, dass es schwer war. Ich weiß, dass... Habe ich damals Save States genommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich Save States genutzt habe. Ups. Also ich habe wahrscheinlich bestimmt Save States genutzt. Kommt ihr wieder? Nein? Okay.
Aber ich glaube auch, das war ein relativ langes Level, oder? Oder verwechsel ich es jetzt mit irgendwas? Ich weiß, dass wir es gespielt haben, das ist definitiv klar. Ihr könnt nach Kussolein oder Kussolein oder Xalein könnt ihr... Ach du Scheiße. Will ich da unten entlang? War da irgendwas Wichtiges drin? Ich hoffe jetzt nicht. Könnt ihr danach googeln. Oder YouTuben. Du blöde Pflanze da unten. Du stirbst gleich mal. Ciao. Ich geh jetzt mal noch nicht da rein. Denn wir haben ja auch einen Secret Exit. Ich bin mir gerade nicht sicher, wann was wo war. Ich aktiviere erstmal den hier, dass ich die Yoshi Coins habe, die ich jetzt habe. Dann können wir auch da unten mal reingucken. Machen wir es so. Ha! Wo bin ich denn jetzt? Ach, scheiße. Was tue ich denn? Gottes Willen. Was? Oh, du warst ein Schlüssel, ne? Du warst ein Schlüsselchen. Ach, hier kam ich nicht durch, okay. Jetzt kommen wir hier an die Feder ran. Jetzt sind wir mit dem Schlüssel hier unten. Jetzt weiß ich nur nicht, wo der hingehört. Sollte ich die einsammeln? Ich hoffe, dass das genehm war. Yoshi Coin. Okay. Nicht zu schnell rennen, sonst fange ich an zu fliegen. Das wäre gerade nicht so cool. Ach so, die tauchen nur einmal kurz auf. Ja klar, und dann hauen sie wieder ab. Logisch. Stimmt. Du bist aber nicht ein Schlüssel. Oh, Eibenhonig. Bist du jetzt überhaupt ein Schlüssel? Oder kann ich dich einfach so mitnehmen? Wow, lass mich in Ruhe. Was? Oh, ich habe irgendwas ausgelöst. Nein. Ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt, das ist eine spezielle Münze. Scheiße. Ja, cool. Soll ich denn an dir vorbeikommen, du Arschkrampe? Ach ja, kann ich kaputt rutschen. Ja, cool. Okay. Boah, ich kann mich halt echt kaum an das Level erinnern, das ist krass. Es ist jetzt nicht so, dass ich es komplett neu spiele, so es kommt mir schon bekannt vor. Aber ich könnte jetzt halt nicht sagen, wie lang es noch ist und was noch kommt. Und worauf ich achten muss und überhaupt, wo das Ziel war. Und was ich da in der Hand habe, ob das jetzt ein Schlüssel ist oder nicht. Hä? Oh.
Le Time. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Die war, glaube ich, auch schon immer knapp. Ich erinnere mich da. Ganz, ganz grob. Was willst du mir sagen, liebe Mutze? Was willst du mir mitteilen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist jetzt natürlich auch sehr geil. Oh, hi. Das ist die Coinsnick, die sich auslöst, wenn ich... Ah, ich verstehe. Gut, dass wir jetzt die Yoshi-Coin gesehen haben. Weil hier muss ich irgendwie besser reinkommen. Kann ich hier vielleicht so ein bisschen runter... Ah, das funktioniert. Finde ich gut. Das finde ich jetzt weniger gut. Okay. Hätte ich dran denken können. Dann dachte ich, ich stehe da gut, aber dann hat mir die Pflanze ins Gesicht gespuckt. Und gesagt, hi, hier bin ich. Liebe mich, hat sie gesagt. Und ich wollte sie nicht lieben. Ich habe da gerade was gesehen. Ich mache es mir gerade zu kompliziert, aber es ist okay. Ist da was Schönes drin? Ja. Müsste ich nur hier irgendwie überleben. Und dann auch wieder da hochkommen. Ja, geil. Aber ich glaube, das hier war so eine Art Fake-Schlüssel dann, oder? Irgend sowas war da. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das Gute ist... Ach du Scheißvieh-Mann. Das Gute ist, ich sterbe jetzt erstens nicht an der Zeit und mit der letzten Yoshi-Coin haben wir schon mal die Yoshi-Coins fertig. Scheiße. Oh oh. Ciao. Huh. So, weg mit dir. Will ich da... Oh? Noch ein Midway Point. Stimmt, da gab es irgendwie zwei, ne? Ich erinnere mich ganz dunkel. Oh, okay. Da ist die letzte Yoshi Coin. Ach du Scheiße. Ja, das war's. Aber ist okay, wir haben die Yoshi-Coins zusammen. Ist okay. Damit kann ich leben. Geiler Midway Point da drüben. Ist das dann nur zum Großwerden gedacht gewesen? Ich glaube ja. Boah, es ist falsch schlimm. Ich habe das alles schon mal gespielt und ich habe mir bestimmt schon mal um genau die gleichen Sachen Gedanken gemacht. Hundertprozentig habe ich das. Hundertprozentig. Und jetzt weiß ich das schon wieder alles nicht mehr. Das ist schlimm mit mir. So, komm mit. Ich nehme ihn einfach mal nochmal mit. Aber ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das nicht so... Ach, schon wieder die gleiche Kacke mit mir. Oh Gott, ey, ich lerne es halt auch nicht.
Aber ich werde hier groß, also warum sollte ich nicht das Ding nutzen? Ganz ehrlich. Ja. Okay, jetzt gehen wir ohne die Yoshi-Coin zu holen weiter. Dann sollten wir auch ein Stückchen weiterkommen. Für gewöhnlich. Extra Stern. Ich gehe mal oben lang. Aha. Da ist jetzt das eine Ziel. Und dann wäre es hier aber noch weiter gegangen, ne? Jetzt weiß ich nicht. Nicht mehr zumindest. Brauchte ich diese komischen Totenköpfe oder waren die einfach nur die... Ich habe mich die ganzen Fragen alle... Oh mein Gott. Ich habe mich das alles schon mal gefragt. Wir haben das Level schon... Oh, es kann doch nicht sein, dass ich so ein Zeug vergesse. Ja, super. Kann nicht sein, dass ich sowas vergesse. Mann. Da komme ich mir schon wieder blöd vor. Das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber Ricky wird sich, Rocky wird sich freuen, dann spielen wir sein Level einfach noch ganz, ganz oft. Ach, Mann. Ich habe nicht nachgedacht. Jetzt bin ich zu hektisch, weil ich nach hinten will. Und ich bin mir echt unsicher, ob ich nochmal den Totenkopf holen will. Ich meine, irgendwas sagt mir, dass man den dann am Ende braucht, aber ich das gibt's auch nicht. Aber ich weiß nicht mehr, was mir das jetzt, warum ich das jetzt die ganze Zeit denke. Ich weiß es einfach nicht. Stirb. Dich nehme ich jetzt mal mit. Du wirst mir nämlich große Dienste leisten. Oh, wirst du nicht. Ja, das Ding ist da unten. Ja, gut. Hm. Ich auch. Warum ist da oben so ein Schild eigentlich drin? Sehe ich jetzt gerade. Falls ich das damals auch schon gefragt habe, lösche ich mich. Ja, gut, tschüss. Oh Gott, jetzt kommt die Stelle. Ihh! Das war, glaube ich, knapp. Bin mir nicht sicher. So, Midway Point. Achieved. Dann geh, toll. Dann gehen wir jetzt mal sicher. Sicherheitshalber gehen wir mal nirgends hin. Warum da so eine Münze eingesperrt ist, weiß ich immer noch nicht. Jetzt weiß ich aber, wofür der blaue Block da ist. Oh! Ich bin blöd. Warum nehme ich die nicht mit? Der ist doch gratis. Ja gut. Hauptsache wir kommen durch. Ei.
Das weiß ich, wie gesagt, eben nicht. Ob das da hinten um das Leben geht. Aber es wirkt halt schon so, als hätte der eine Bedeutung. Und da sind auch Augen gewesen. Hier, da blinkt es jetzt so, also keine Ahnung. Irgendeine Bedeutung wird er schon haben. Die Feder gab es hier ja auch, stimmt. Das ist ein weiterer Grund, hier hinzugehen. Dann behalten wir jetzt einfach die ganze Scheiße, würde ich sagen. Zur Abwechslung. Ich finde, das ist ein guter Plan. Jetzt muss ich nur hier wieder aufpassen. Perfekt. Jetzt kann eigentlich schon gar nichts mehr schief gehen. Zumindest nicht so wirklich. Ja, das ist okay. Das verkraften wir doch. Nur nicht in so eine Lücke fallen, das wäre ziemlich kacke. Perfekt. So, und jetzt gehen wir unten rum. Aktivieren hoffentlich nicht das Ziel. Und dann gehe ich weinen. Und gehen jetzt... Ah, okay, hier geht's hoch. Ich dachte, wir gehen durch die Röhre. Aber anscheinend tun wir das nicht. Sondern wir gehen hier rum. Wo wir... Die wir werfen jetzt, oder was? Das war nur Bonus, oder? Scheiße, dann weiß ich nicht. Der Secret Exit ist. Wo war der denn? Ich dachte, das hatte irgendwas Scheiße. War das hier eine Röhre am Anfang? Oh. War das vielleicht sogar die Röhre, wo der Pfeil rein zeigt? Könnte das etwas sein? Oder zeigt der Pfeil eher hier? Ich bin mir nicht so sicher. Hier kann ich doch nicht reinkommen, weil, ne? Das kann ja nicht funktionieren. Nee, die lässt mich auch nicht rein. Gott, habe ich nicht damals auch schon den Secret Exit wie ein Blöder gesucht? Ach, scheiße. Dass man sich solche Sachen auch nicht merken kann, ne? Ist schon irgendwie peinlich. Ja, gut. Jetzt weiß ich absolut nicht mehr. Aber hatte man damals nicht auch irgendwelche Tipps noch bekommen, wie man hier das Level lösen soll?
Ich bin verwirrt. Das sind so viele Erinnerungen, die sich zusammenfügen zu einem großen Nichts. Ach, scheiße. Sollte ich hier runter wollen? Das ist auch nichts. Und irgendwie wirkt dieses Schild da oben aus wieder so komisch. Irgendeine Röhre war da. Vielleicht war es die Röhre da? So seitlich? Nein, da komme ich nicht rein. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. War hier vielleicht ein P-Switch drin? Nein, das machen wir so nicht. Das probieren wir anders aus. Erstmal lösen wir den Waypoint aus. Das machen wir jetzt als allererstes. So. Ja, 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 ja. So, jetzt noch den vorderen Block bitte. Wie kann man denn einen Secret Exit vergessen, den man schon einmal gespielt hat? Das mit der Münze. Ey, es sind so viele Sachen hier, wo ich mir denken könnte, oh, damit hat es irgendwas auf sich gehabt. Aber warum sollte es so ein Blödsinn? Nein. Wo musste man diesen komischen Kopf hinbringen? Da war doch ein Schlüssel für irgendwas. Warte, ist die Röhre vielleicht betretbar? Nee. Ja, ich werde es bestimmt rausfinden, wenn ich den Goomba hinwerfe. Ja! Ups. Da hätte man auch mal eher drauf kommen können. Ja, ich glaube, Rocky hat sich gefreut. Scheiße. Oh, Ricardo, es tut mir leid. Och, Mann. 41 Punkte gab es insgesamt, 43 von Nimono, Ninja Boy hat 43 verteilt. Ah, guck mal. Da haben sich, welche Punkte haben sich verändert? Bei Ninja Boy gab es weniger Design, dafür gab es bei Ninja Boy mehr Kreativität. Und bei Aesthetics waren sie sich einig, 7-7. Eternity gab 42 und Coopster gab 36. Also alle relativ einig. Okay. Ah, oh, ist das dumm, es tut mir leid. Nächstes Mal gibt's dann... Okay, eine Kooperation offensichtlich von Level Engine und Strikeforcer. Aeolian Blood Moon. Na, ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen, wa? Und tschüss.